Einen wunderschönen Mittwochmittag wünsche ich euch. Hier ist, oh, pardon. Hier ist eine neue Folge LS19 ABW Team Schön auf der Löwenrunde zusammen mit Sören und meiner Mika. Schönen guten Tag. Mahlzeit. Mahlzeit. So. Fahren wir mal auf die 44 hoch. Oder bist du da schon? Ah, nee, warte. Ich hole jetzt mal mein Gewicht. Gerade hier in der Straße mit dem Drohne fahren. Aber zum Ernten gibt's noch nichts, ne? Also richtig gesehen hab. So was? Ja, zum Ernten gibt's noch nichts, ne? Ich hab nichts gesehen, ne? Na. Naja. Dann müssen wir halt erstmal Aufträge noch weitermachen. Ich habe ein Gewicht gefunden. Juhu! Wer ist hier eigentlich? Mal gucken hier. Ach, der Marvin ist als Admin angemeldet. Mhm. Deswegen ist die Superkraft an. Woher hat er das? Das ist... So, dann fahren wir jetzt mal auf die 44 hoch. Schubidubidu, ups. So ging der Text aber nicht. Echt? Ich glaube nicht, ne. Okay. Oh, jetzt hier was sehen. Ah. Team Lila schon wieder am Mähen. Auf der 5. Ja, die haben das Feld rausgezögert, warum nicht? Ja. Eiskalt über das Regelwerk hinweggesetzt. Yep. Muss dann eine Strafe geben. Ja, ich würde auch sagen. 20 Stars an jeden anderen, in jeden anderen Hof, außer. Ja. Außer das LU. Die haben genug Geld. Gut. Okay. Die haben auch hier auf dem Feld 40 haben sie meist stehen. Ja. Eggy und Mais? Ja, okay. Ich glaube Mais ist das. Eggy und Romy. Allgemein, wenn du so auf die Karte guckst, könntest du denken, die sind alle Höfe fast gleich auf. Ja, könnte man echt denken, ne? Sowas, was feldermäßig angeht. Das ist nur noch jetzt, Einzelkorn muss angesät wird, hauptsächlich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir eigentlich damals gesagt gehabt, dass Zuckerrohr auch mit rein muss? Reingeht? Nee, geht nicht. Achso, okay. Wir haben, glaube ich, nur gesagt, alles bis. Genau, Silage nicht und ja gut, dann Zuckerrohr nicht, aber alles andere ja. Baumwolle glaube ich auch nicht. Genau, Baumwolle. Gerste nicht, Gülle nicht. Ja. Mist nicht. Also, alle Produkte nicht. Ja. Erzeugnisse nicht, Produkte. Das müssen wir nicht korrigieren.
Weil wir brauchen ja, glaube ich, auch noch. Genau, Kartoffeln müssen wir auch noch, ey. Boah. Oh, da brauchen wir ja nur ein Feld, Gott sei Dank. Ich glaube, da kommt so zusammen. Oder die beiden großen, dann sind wir fertig damit. Oder du hältst mal das Feld. Ich hab eine Nummer vergessen. Im Blick, da gab es nämlich einen Auftrag zum Kartoffeln ansehen. Okay. Wenn der Auftrag zum Ansehen rausgeht, kommt ja irgendwann auch mal der Auftrag zum Abernten. Ey, jo, das stimmt. Und dann einfach einkassieren. Bleibt da eh was übrig. Jo. Oder halt, ja. Du musst es abernten und den Verlust, was du brauchst, an den Bauern bezahlen. Jo. Vielleicht. Wenn wir auf die Tour gehen. Richtig. So, seit letzter Woche Freitag habe ich einen neuen Job im Roleplay. Wow. Ja. Was bist jetzt, denn jetzt? Ich bin jetzt PD Mitarbeiter. Gibt's wohl jemand Zeit oder was? Ja. Im Police Department. Okay. Tätig. Ja. Bösewichter fangen. Bösen vom MD. Genau. Und wie läuft's bei dir? Ich meine, jetzt haben wir gerade mal so das Thema Spiele. Wie läuft's bei dir, Lost Ark? Wie gesagt, ich habe nochmal neu angefangen. Ja. Seitdem läuft es besser, weil Laune einfach besser ist. Ja. Heute hatte ich immer Glück, ne? Also nein, was heißt heute? Ja, Aufnahme heute. Hatte ich mal Glück gehabt. Da hatte ich ja reingeschrieben, irgendwie Warteliste 600 oder sowas. Das ging recht zügig, ey. Hatte ich auch mal ein bisschen was geschafft da. Das glaub ich. Das ist halt, wenn die Kinder 7 Stunden warten musst. Ja. Ich bin jetzt irgendwie Level 27 oder 28. Ich habe angefangen auf Vestri rum. Ah, genau. Ich bin jetzt bei 22. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich nochmal 9 anfange. Weil ich, noch nicht mehr bin. Also ich bin von 28 runter auf 0. Was heißt auf 0? 10? Du fängst da bei 10 an. Ja. Ja, ist natürlich mal ein Wort, ne? Wenn du kürzere Wartezeiten hast. Aber immer, egal wann, früh, mittags, abends. Ja, ja. Deswegen, oder ich mach das nochmal, ich mach da auch nochmal einen Charakter. Und dann halt auch nochmal eine Assassine, die ist echt gut, ey. Alter Schwede, ey. Ich hab auch umgestellt, ich bin Paladin. Wie fange ich nochmal mit einer Assassine an? Mal schauen. Aber dann dauert das erstmal wieder eine halbe Stunde, bis das Aussehen meines Charakters so passt, wie ich das will. Ja, wenn du jetzt eben mal weißt, wie du sammelst, muss ja schneller gehen. Ja. Und einen Namen muss ich mir dann auch noch überlegen. Das ist ein anderes Server, du kannst es selber nehmen. Meinst du? Ja. Deinem Controller geht ja. Yep.
Ja, dein Controller. Ich merke schon, wir waren alle nicht so einfallsreich. Ja, ist so. Ja, das Ding ist halt, ich hatte halt. Oh, ich habe eigentlich genug Namen, ne? Aber die waren alle vergeben. Ja, und dann gehen mir immer die Namen aus. Ist ja die Kacke. Teamleader mal ärgern. Mal die Maschinen umstellen. Schade, mein Düngertank hat keine Kupplung vorne. Oder mein Zusatztank. Kann ich sie nicht nehmen? Das ist echt schade. Jo. So, ist ja bald schon wieder Wochenende, du. Nice, gedacht. Wie heißt euer Wauzi eigentlich? Es ist eine kleine Bella. Bella. Ciao, Irgendwann Bella. sage ich immer Bella, ciao, Bella, ciao, ja. Hat sich den Namen ausgesucht? Mehr oder weniger durch einen ganz dummen Zufall alle zwei. Okay. Das klappt immer. Wobei die Kinder schwerer. Da muss ich sagen, da waren wir uns eigentlich auch einig gleich. Den zweiten haben wir sowieso. Und den ersten haben dann ja auch. Ich fand es mit den Kindern schlimmer als mit dem Hund. Ja, bei meinem Hund war das ganz einfach, weil ich habe gesagt, ne, also es wird keinen anderen Namen geben bei der Rasse. Warum? Weil, ja, wie gesagt, ne, durch Star Trek, da gab es ja einen Captain, der hatte ja einen Beagle. Und ja, der hieß halt Porthos. Und da habe ich gesagt, da es ein Beagle ist, heißt er auch so. Aha. Aha. Ja. Da konnten die beiden sagen, was sie wollten. Au, ich habe gesprochen. Richtig. So sieht das aus, meine Lieben. Ja, ne, so sieht das aus. Wir sind schon wieder am Ende für heute. LU bitte. Mein Gott, was brauchen die denn alles? Was soll ich sagen? Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Egal. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Und bis morgen dann. Ciao, ciao. Bitte.